Einen wunderschönen guten Tag. Ich wollte euch heute mal meinen PvE-Raid-Build mit LMGs zeigen. Ich habe jetzt sehr oft gesehen, dass ja viele Leute auch mal ihre Builds posten. Ich dachte, ich tue mir das dann halt auch mal an oder beziehungsweise euch und zeige euch mal den Build, den ich aktuell benutze. Und ich finde, er funktioniert ganz gut im Raid. Und ich dachte, ich lasse euch mal dran teilhaben. Ja, dann fange ich doch mal an. Also im Moment benutze ich zwei LMGs, wie auch eben gesagt. Ich habe einmal hier ein M60 und ich habe hier einmal ein MK46. Meine Werte momentan sind 7 rot, 12 blau, 2 gelb. Ich muss hier sagen, das befindet sich alles noch ein bisschen im Fluss, auch was hier so die Werte betreffen. Wie ihr seht, ich bin bei der Rüstung bei fast oder im Endeffekt 300.000. Mein Leben sind 155.000 und ich habe eine Fertigkeitsstärke von 341. An der Fertigkeitsstärke selber möchte ich noch arbeiten. Das ist mir persönlich ein bisschen zu wenig. Ich versuche hier gerade im Moment ein bisschen aus den 12 blauen rauszukommen. Ich versuche nochmal zwei rauszunehmen. Und würde halt hier gerne nochmal so 600 bis 800 Fertigkeitsstärke gerne mal reinschieben, um mir halt hier unten vielleicht mal eine Mod aktivieren zu können. Falls es möglich ist oder halt mal ja was zu finden. Muss mal gucken, ob ich es irgendwie hinkriege. Aber wie gesagt, es ist gerade im Fluss und die Problematik, wir kennen sie alles, halt einfach das richtige und perfekte Item zu finden. Was ja so fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ich starte jetzt hier mal. Im Moment ist die Liberty drin, also beziehungsweise die Freiheit. Das ist jetzt dann meine PvE-Waffe. Als Spezialisierung kann ich mit dem Granatwerfer durch die Gegend, einfach wegen den LMGs. Und ja, dann zeige ich euch doch mal einfach mal mein Equip. Also, wie gesagt, im Moment ist es eine M60 Militärversion E4. Warum die jetzt wieder so niedrig steht, weiß ich auch nicht. Und, also wie gesagt, ja, wir kommen hier nochmal ein bisschen zu den Schadenswerten. Ich weiß nicht, warum sie andauernd hin und her springen. Also, im Moment, wie gesagt, eine M60. Ich habe darauf aus den Angeln. Ich habe Feuerrate und verwurzelt. Wobei jetzt hier der verwurzelt als Talent halt natürlich ein bisschen Quatsch ist, aber na okay, erstmal wieder eine finden, wo es reinschieben kann. Dann habe ich eine MK46 als Sekundär, da ist auch aus den Angeln drauf. Ich habe da wiederum Allegro drin und dann halt runterrollen, halt einfach dann, wenn ich mich durch die Gegend rolle, dass die Statuseffekte weg sind. Als zusätzliche Waffe noch eine P416 G3, die ich aber hauptsächlich eigentlich nur für die Dark Zone benutzt, wenn wir halt Dark Zone Farm gehen. Alternativ noch eine Sweet Dreams, wobei ich die jetzt nicht so wirklich benutze. Und da geht es mir ja eigentlich auch nur darum, dass ich halt im Rollen wieder Munition auffülle. Aber ich habe sie jetzt nicht so wirklich ausgerüstet. Ich habe auf der MK, Blödsinn, auf der M60 und auf der MK46 sind es im Endeffekt die gleichen Fertigkeiten. Ich habe jeweils eine kleine Laserzieloptik mit Stabilität, die ich im PvE benutze. Wenn ich in den Raid reingehe, hole ich mir dann nochmal den Schaden gegen Elite rein. Das ist mir dann lieber. Und, aber wie gesagt, ansonsten ist die Stabilität. Na, gehst du mal. Ich habe das 35er Magazin. Dann habe ich Präzision als vertikalen Griff und nochmal als Kompensator die Stabilität. Also wie gesagt, es ist auf allen beiden Waffen genau das gleiche. Das Einzige, was sich halt ändert für Raid oder PvE, ist halt nur das Visier. Als Maske benutze ich momentan den Richter und Kaiser. Da habe ich leider im Moment nichts anderes. Was halt dem gerne entspricht, was ich hätte. Hier wäre halt der Plan, eine andere Maske reinzunehmen, die halt auch Schaden gegen Elite. Ich bräuchte hier nochmal einen höheren Gefahrenschutz. Und wie gesagt, ich habe hier schonungslos drin. Ich hätte noch als Alternativmöglichkeit eine Patriotenmaske. Die liegt bei über 40% im Schaden gegen Elite, hat halt Gefahrenschutz dann drauf, aber mir fehlt halt der schonungslos als Talent. Ja. Ist so ein bisschen hin und her, bin ich mir im Moment auch nicht ganz so schlüssig. Als Brustpanzer ist es momentan Gilagat. Mit auch dann halt Waffenschaden, Rüstung, Lebensenergie, halt nochmal Rüstung drin. Hier wäre mir eigentlich ein Schaden gegen Elite ganz recht.
den ich zwar hier unten habe, aber ich habe dann leider keine Angriffsmods mehr und würde dann halt dadurch einfach zu viel Schaden verlieren. Und zwei Verteidigungsmods und eine Angriffsmod. Ich muss hier sagen, das ist alles noch nicht so wirklich im Maximalbereich, wie ich das gerne hätte. Hier fehlt mir halt mindestens 1 bis 2% NMG-Schaden, aber ja, sind wir auch wieder bei dem Thema. Einfach mal das Zeug so finden, wie man es haben will, ist halt auch sehr schwer. Als Holster ist es ein Gilagard. Hier auch wieder Lebensenergie, Fertigkeitsstärke. Werde ich wahrscheinlich Fertigkeitsstärke umrollen demnächst, dass sie einfach höher ist. Und ansonsten sind es halt auch zwei Mod-Angriffsplätze. Hier ist der obere, ist halt auch nicht wirklich optimal. Und da habe ich leider nichts anderes für den oberen und für den unteren. Ja, er ist okay. Finde ich eigentlich schon passend. Könnte vielleicht auch besser gehen, weiß ich jetzt nicht. Muss man mal gucken. Als Rucksack ist es ein Petrov. Natürlich, klar, wir brauchen hier den LMG-Schaden. Fertigkeitsstärke ist hier halt leider auch ein bisschen niedrig. Aber ich habe dann halt eher den Waffenschaden modifiziert, ist mir wichtiger. Als Talent aus den Seilen, in den Seilen, da komme ich dann gleich nochmal drauf zurück. Und halt auch Rüstung hier dann halt auch wieder eigentlich wäre, ja, Schaden gegen Elite halt tendenziell besser. Wenn ich denn irgendwann mal einen finde, es ist bei Petrov fast unmöglich, dann gut zu finden. Also es ist Irrsinn, also da wird man schon fast schlecht. Als Handschuhe habe ich Murakami, weil ich halt auch gern wieder hier die Lebensenergie haben möchte. Die haben selber nochmal Lebensenergie drauf. Es ist nochmal LMG-Schaden modifiziert. Es geht auch nochmal einen Ticken höher. Und halt Schaden gegen Elite wieder. Und als Knieschoner, die sich auch ein bisschen im Fluss befinden, wenn ich mal was anderes habe, muss ich mal gucken. Ansonsten sind es momentan halt Gilagard. Mit Rüstung auch wieder schonungslos drauf und halt zwei Mod-Verteidigungsplätzen. Klar, geht alles besser, aber wie gesagt, erstmal finden. Ansonsten ist es halt noch der Thronstock mit Aufhebung und der Shem-Launcher mit Selbstheilung, was halt einfach das Must-Have im Raid ist. Wie ich es vorhin sagte, ich hoffe, dass ich hier die Fertigkeitsstärke noch hochkriege, dass ich das hier alles ein bisschen effektiver kriege. Im Moment ist mir das Teil, es geht, es ist mir halt Teil noch ein bisschen schwach. So, ansonsten sind es hier die Werte. Das hatte ich euch ja eben schon gezeigt. Jetzt kommen wir zu den allgemeinen Werten. Also der Waffenschaden liegt bei 32.000, der eigentlich einen Ticken höher ist, aber wie viele wissen, ist die Einsage halt einfach buggy. Als Kopfschussschaden habe ich 67%. Das würde noch höher gehen, wenn er die Spezialisierung Scharfschütze auswählt. Dann kommt ihr höher. Ich bin jetzt nicht so für Scharfschütze, weil natürlich Scharfschütze ist gut, ihr ladet schneller nach, ihr seid stabiler, aber es ist ja auch nicht gesagt, dass er permanent die Birne vom Gegner trefft. Also bleibe ich lieber so beim Granatwerfer. Es ist so für meinen Playstyle ein bisschen besser. Im Angriff bin ich bei. Ich habe halt ein mieses Waffenhandling. Ja. Warum das jetzt schon wieder so eine Anzeige ist, ist mir auch ein Rätsel. Okay, Schadensbonus, alle Waffen 40%. Sturmgewehr habe ich natürlich nichts drin. Ich habe einen LMG-Bonus von 42, der, wenn ich wirklich optimieren würde, oder könnte, oder sollte, oder irgendwann hätte Fahrradkette, geht ja wahrscheinlich auf über 50%. Also ich tippe mal drauf, ich würde ihn auf 52 bis 56% könnte ich ihn nochmal anheben, wenn es wirklich alles perfekt wäre und die ganzen Mods in Super da wären. Also ich bräuchte wahrscheinlich nochmal generische Mods. Dann würde es wahrscheinlich ihn perfekt hinkriegen. Also hier geht definitiv noch ein bisschen was. Würde dann wahrscheinlich so die M60 auf gut 40.000 bis 43.000 Schaden kriegen. Das wäre wahrscheinlich schon ein ziemlicher Spitzenwert. Dann, haben wir noch Schaden gegen Elite, das hatte ich ja eben gesagt. Also ich würde nochmal 8% durch die Visiere draufkriegen. Und ich habe halt, wie gesagt, meine Maske ist nicht optimal. Und ich habe mindestens noch einen Ausrüstungsgegenstand, wo nochmal locker 10% fehlen. Also ich würde Schaden gegen Elite auf jeden Fall auf 100% kriegen. Aber im Moment, wie gesagt, es fehlt einfach das richtige Zeug. Ich bin am Suchen. Zur Verteidigung kann ich sagen, wie gesagt, wir hatten es eben mit den 300.000 Rüstung, Rüstungsregeneration, ja,
Ist nicht optimal, muss man halt auch mal gucken. Lebensenergie. Dann habe ich halt eine sehr hohe Regeneration. Also sobald ich irgendwie raus bin, läuft die wirklich hoch. Gefahrenschutz 30%. Ich muss sagen, ich hätte gern 50 bis 60%, einfach auch, um ein bisschen besser geschützt zu sein gegen Granaten. Hängen wir jetzt wieder bei der Maske? Puh, irgendwann. Ich versuch's, ich bin dabei. Ich krieg's leider nicht hin. Ja. Also es ist ganz zickig im Moment. Ansonsten halt 30% Widerstände gegen alles. Fertigkeiten, ja, bringt jetzt nichts, da irgendwas zu machen. Im Moment ist es halt Bums, aber wie gesagt, es befindet sich im Fluss. Ich versuch's, ich bin dabei. Ja, ansonsten glaube ich, gibt's nicht viel zu sagen. Achso, es gibt noch eine Sache zu sagen. Ich habe, wie gesagt, wenn ich PvE spiele, Missionen, kein Raid, dann habe ich die Freiheit drin, weil ich da dann halt einfach das Unabhängigkeit haben will. Wo er ja 20% des Magazins auffüllt, sobald er einen Schwachpunkt zerknallt. Das ist halt ganz cool, wenn man gegen die Tanks vorgeht mit ihrer scheiß Railgun, weil dann brauche ich einfach nur auf den Körper oder auf die Birne ballern und schieß einfach. Weil sobald der Helm weg ist oder sobald ein Rüstungsteil weg ist, habe ich wieder Munition drin. Also ich brauche nicht nachladen. Der kriegt 135 bis 200 Schuss ab und ist weg. Ja, schön aus der Deckung heraus, alles wunderbar. Wenn ich im Raid bin, habe ich eigentlich die X45 ausgerüstet, weil ich da dann wieder Übertragung haben möchte. Weil wenn ich Übertragung drin habe, geht dann wieder mein Waffenhandling nach oben und das ist dann halt im Raid eigentlich besser. Alternativ könnte man drüber nachdenken, wenn man sowas nicht hat, den Doppeleinsatz zu nehmen, weil er dann halt einfach fürs Nachladen leerer Magazin wieder 20% Gratis-Munition dazu kriegt. So seid ihr ein bisschen unabhängiger von Munition. Ja, weil es ist zwar auch immer nur alle 30 Sekunden, aber ihr kriegt's zurück. So, jetzt komme ich mal auf was anderes. Ich habe jetzt viele in ihren Builds gesehen, die benutzen zum Beispiel hier unaufhaltsame Kraft oder haben zum Beispiel hier dieses Talent oben aktiv, in den Seilen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig schlüssig. Also manche sagen, dass es wohl reicht, den Shem-Launcher in den Cooldown zu kriegen, um es aktiviert zu bekommen. Eigentlich heißt es alle Cooldowns. Und wie wollt ihr das machen? Also wenn ihr müsstet dann durch einen Drohnenschock auf der Fresse liegen, dass der benutzt ist, dass er im Cooldown ist. Und wenn er dann einen Shem-Launcher kriegt, dann ist er aktiv. Ja, ist aber ein bisschen semi-optimal. Also außerdem, ich krieg's sowieso nicht aktiviert, weil ich halt im Moment nur zwei gelbe habe. Im PvE mag das alles funktionieren. Im Raid sind diese Fertigkeiten, die ihr euch hier zusätzlich holen könnt, ich zeige euch das gleich nochmal, an der Kiste. Wo haben wir's? Unaufhaltsame Kraft zum Beispiel. Ihr kriegt ja 2% Waffenschaden für 25.000 Punkte eurer Rüstung. Wenn ihr mit 8 Mann im Raid drin seid, ist es gar nicht gesagt, dass ihr das aktiviert bekommt, weil ihr müsst töten. Wenn aber zum Beispiel jetzt irgendwie der Gegner noch 1% hat und ein Teammate knallt ihn über den Haufen, habt ihr diese Fertigkeit nicht. Also es ist leider nicht gesagt, dass er diese Fertigkeit definitiv im Raid zum Laufen bekommt. Also ist es für mich so ein bisschen besser. Ich habe lieber hier eine aktive Fertigkeit wie zum Beispiel Rüstung. Oder ich habe hier, wie auf dem Gilagard, definitiv 10% Schaden gegen Elite drin und ich habe das definitiv. Ja. Und fällt gerade auf, ich habe einen. Und habe lieber hier definitive 10%, anstatt dass ich mich drauf verlassen muss, dass die unaufhaltsame Kraft losgeht. Ja. Also das ist dann lieber in einem Raid einen festen Wert haben, den ihr definitiv sicher habt, als irgendeinen Wert, den ihr nicht definitiv sicher habt. Und jetzt sieht man halt auch bei einigen LMG-Builds, dass die hier das kompensiert aktivieren. Also ich habe es jetzt mal nachgerechnet. Der Punkt ist, wenn ihr versucht, kompensiert zu aktivieren, müsst ihr auf drei rote Punkte runtergehen. Das beschneidet euch so dermaßig im Schaden und der Raid ist einfach nur Schaden. Also ich müsste zwei rote Talente rausnehmen, ich müsste zwei rote Mods rausnehmen. Diesen Bonus, den ich dadurch kriege, verpufft wieder instant und ich verliere diese Prozent, die ich mir hole, verliere ich definitiv. Ich verliere sogar mehr Schaden, das Ding reinzunehmen,
als wenn ich von vornherein lieber gleich auf 7 Rot gehe und mir um so ein Ding hier nicht Gedanken machen muss und lieber auch hier wieder definitiv gesicherte 10% Schaden gegen Elite drin habe. Also das ist nicht immer gut, ja. Also ihr verliert zum Beispiel die 15% Schaden und verliert noch 10% Schaden gegen Elite. Also es gehen, mir würden fast 30% insgesamt an Schaden verloren gehen, nur um das hier aktiviert zu kriegen, ja. Also das ist nicht immer gut. Also es sind auch andere, die sagen, dass man solche Talente nicht im Raid benutzen sollte, weil ihr euch zu sehr beschneidet und zu sehr verliert. Also da muss man halt wirklich drauf achten. Also was ich euch jetzt noch einmal zeige, ist halt einfach den Schaden, den ich mache. Ich habe jetzt hier mal einen benannten ausgewählt. Und wie gesagt, die Waffen hier sind jetzt nicht wirklich aktiv. Das bringt jetzt hier gerade im Moment nichts. Wir gehen dann mal auf die M60, was eigentlich meine Hauptwaffe ist. Setz das Ganze mal zurück. Und dann zeige ich euch einfach mal, was da geht. Das sind dann 114.000 im Roten und 68.000 im Endeffekt im Blauen und im Weißen. Also wir machen 68.000 auf die Rüstung. Und wir machen 68.000 direkt ins Leben rein. Und wenn wir halt kritisch sind, wir bei 114.000. Wie gesagt, ich habe dann halt lieber einfach gern gesicherte Werte. Und da habe ich dann halt einfach mehr davon. Ja. Wie gesagt, wir können 135 Schuss reinknallen. Das reicht voll und ganz. Wenn ihr jetzt halt einen Benannten habt, gibt es dann halt eher noch, dass dieser Perk, also dieses Talent auslöst, dass ihr halt andauernd Munition wieder drin habt, wenn ihr die Liberty benutzt. Aber wie gesagt, das funktioniert jetzt leider auf der Schießbahn nicht. Das wollte ich jetzt hier gar nicht. So, normal. Veteran. Elite. So. Jetzt ist das Ding natürlich da hinten ziemlich weit weg. Ist halt auch blöd. Aber wie gesagt, wir machen auf Elite im Endeffekt den gleichen Schaden. Die SPS steht jetzt halt natürlich hier nicht absolut hoch. Das liegt jetzt aber halt auch dran, weil die Zielscheiben zu weit weg sind. Man verliert da ein bisschen. Also ich komme schon in den SPS, wenn es gut läuft, auf 1 Million. Also wenn es jetzt genau hier vor meinem Gesicht rauskommt, dann treibe ich das auf 1 Million hoch. Aber das ist halt auch schon alles dann in Ordnung. Und wie gesagt, das ist halt einfach, was ihr da habt. Das ist ein gesicherten Wert. Es gibt halt auch Leute, die haben Optimist auf dem LMG. Ja, kann man auch wieder drüber diskutieren. Aber ich sag halt, bei Optimist ist auch das Problem, ihr müsst halt schauen, dass ihr erst den Buff nach oben skaliert. Ja, also ihr fangt halt ein bisschen niedriger an, halt oder niedrig. Müsst euch ja erst nach oben arbeiten. Und wenn ihr halt aus den Angeln habt, ihr habt halt gesichert von vornherein gleich den Maximalschaden. Dann ist von vornherein ein gesicherter Maximalschaden halt einfach besser als ersten Schaden, den ihr euch nach oben treiben müsst. Auf der Schießbahn sieht es im Endeffekt so aus. Da kommt es halt auch wieder drauf an. Ich wollte das eigentlich hier zurücksetzen. Na, wir bleiben hier mal. Also mein höchster war jetzt mal 6,9. Ich war auch ein Ticken niedriger schon. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Pappkameraden hier fallen. Also wie gesagt, wir kommen jetzt da auf 6,7. Ich habe es jetzt mit der MK46 ist es eigentlich auch nicht viel anders. Also sie schießt halt einen Tick schneller als das M60. Dafür ist halt der Schaden halt niedriger, teilweise. Aber auch nur minimalistisch. Also das macht nicht so viel aus. Das ist immer so ein bisschen eurer Präferenz überlassen, was ihr da lieber habt. Weil lieber ein bisschen schneller ballern wollt. Oder nicht. Wie gesagt, gegen Elite, mir fehlt halt einfach noch der Elite-Schaden hinten raus. Und da bin ich am Arbeiten. Dann wird es auch nochmal so gut 20% höher gehen am Schaden. Und wir haben hier noch. Gehen hier mal her. Auch wir. Ach halt, das wollte ich gar nicht. Also hier auch wieder. Naja, die Papp-Auto ist halt auch wieder zu weit weg. Wie ihr seht, ich komme hier locker auf 1 Million, ja. Und das dürfte halt schon ziemlich ausreichend sein. Natürlich, klar, das macht hier keine 2 Millionen wie ein AR-Bild, der komplett drauf ausgelegt ist. Ja, das ist mir auch klar. Wie gesagt, ihr könnt dann halt 135 Schuss rausknallen. Und es geht dann halt einfach halt mal hoch bis auf 100, 114.000 im roten Bereich. Wie gesagt, hier ist es jetzt ein bisschen weniger. Jetzt wieder ein bisschen mehr. So,
Ich denke, ja, das sollte dann mal so weit alles sein. Klar, wie gesagt, Verbesserung ist da überall noch möglich. Da geht halt einfach auch noch was. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, einfach stellen. Und ja, ansonsten viel Spaß, der es vielleicht nachbauen möchte. Danke, tschüss und au.